So, hallo, herzlich willkommen zu einem lustigen Testvideo. Sehr lustig, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Es wird sehr lustig werden, okay, eigentlich nicht, aber es ist trotzdem ein sehr lustiges Testvideo und so. Weil ich habe mir lustigerweise, es ist alles sehr lustig, wie gesagt, also richtig lustig, voller lustiger Lustigkeit in diesem Video, alles. Ich habe mir Fraps geholt, so. Und das ist ein Testvideo, in dem ich Fraps austeste und gucke, ob es immer noch laggt. Na, was sagst du dazu? Hä? Hä? Warum sagst du nichts dazu? Ja, Arschloch. Okay. Ja. Hi. So. Okay. Wir werden eine Runde Quakecraft spielen, wer es noch nicht verstanden hat. Also eigentlich nur der Natics, die anderen verstehen es alle. Weil die anderen haben alle ein Gehirn. Genau. Und wir gehen einfach mal lustigerweise hier rein. Ich mag die Map, glaube ich, nicht. Ach doch, die geht sogar. Aber ich verliere trotzdem, weil ich das schon total lange nicht mehr gespielt habe. Und ich sowieso nicht unbedingt gut bin. Und ja. Wie gesagt, das ist eine Testaufnahme. Oh, das habe ich schon mal gesagt. Echt jetzt? Habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Nee, aber jedenfalls, das bedeutet, sie wird möglicherweise total beschissene Qualität haben, wird total krass, noch heftiger laggen als vorher, ich bezweifle es. Der Ton wird überhaupt nicht in Ordnung sein und weiß ich was. Ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es sehen, ich werde es sehen. Ja. In 10 Sekunden geht's los. Wie gesagt, ich bin total schlecht. Ich war mal richtig gut, ich bin aber nicht mehr richtig gut. Ganz sicher nicht. Nein. Und schieße ich nochmal. Mit Rechtsklick, okay. Nee, das finde ich bis jetzt nicht in Ordnung. Also, aber bei mir leckt es schon mal nicht. Bei mir leckt es kein bisschen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist ein richtiger Fortschritt. Weil ich habe schon mal versucht, Quakecraft mit Bandicam aufzunehmen. Nee, da habe ich die ganze... Da habe ich noch mehr verkackt als jetzt. Weil, ja. Ich spawne in anderen Personen, das finde ich nicht gut. So, ja, wo war ich gerade? Genau, da habe ich noch mehr verkackt, weil es hat total gelaggt und ich weiß auch nicht, das war nicht gut. So, du wird ungefähr... Das Video müsste gleich vorbei sein, oder? Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Oh. Egal, ich mache mal weiter. Ich mache einfach nur die Runde. Nein, ich mache nicht nur... Oder mache ich nur die Runde? Ich weiß es nicht. Ich renne einfach sinnlos umher. Ich schieße gar nicht auf Leute, weil ich mich nicht konzentriere. Da ist jemand. Alter, Leute. Ach ja. Und... Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Nö. Jedenfalls, wenn es nicht liegt, dann habe ich es geschafft. Oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir auch ein lustiges Programm zum Rendern geholt, weil ich habe schon eine 5-Sekunden-Testaufnahme gemacht und die war dann irgendwie 200 Megabyte groß, wenn ich mit Bandicam einen ganzen Part von 20 Minuten aufgenommen habe, war der Part vielleicht maximal 2 GB groß. Das ist halt so der Unterschied. Bei Fraps dürfte es dann halt ungefähr 5 Millionen Komma irgendwas Gigabyte sein. Ich mag irgendwie Kommazahlen, ihr wisst das, ne? Ich immer ein wenig. Wenn ich irgendwelche random Zahlen nenne, kommt immer ein Komma bei mir vor, aber diesmal irgendwie hat es nicht gepasst, deswegen muss ich schnell. Ne? Und ihr wisst schon. Ist okay, ja? Beschwert euch nicht. Beschwert euch einfach nicht. Das wäre die beste Lösung, denke ich. Genau. Ich bin gar nicht so schlecht, wie ich dachte, aber ich bin noch nicht so gut, wie ich damals war. Ach ja. Boah, boah, boah. Ey, das war unfair. die grüne Leiste, deiner liegt unten, ist übrigens, Nachladezeit, genau. Nachladezeit, und du tötest mich einfach von da oben. Das geht ja gar nicht. Scheiß Camper. Ich hasse es. Bin
trotzdem auf Platz 4 erstmal. Und ich habe verloren. Ja, das war's dann mit diesem lustigen Testvideo. Das war, wie ich vorher gesagt habe, sehr, sehr lustig. Ihr habt bestimmt alle die ganze Zeit durchgehend gelacht und so weiter. Weg von diesem ekelhaften Höllenportal, was viel zu viele Geräusche macht. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, würde ich sagen. Denke ich mal. Ja. Möchtest du noch was sagen zum Ende des Parts? Möchtest du? Möchtest du nicht? Nein? Okay. Ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part. Bis von irgendetwas, vor allem, weil das hier gar kein Let's Play ist, aber wir sehen uns in irgendeinem Video. Okay, bis dahin. Ciao.